alle Suffs, diese dicken Dinger, die sie in Deutschland bauen, die könnt ihr alle nicht über einen Sturzacker fahren, dann setzen sie mit dem Boden auf. Die haben nämlich über 20 cm Bodenfreiheit. Weiter. Formel 1, weiter. Weltrekord auf dem Salzsee. Weiter. Motorrad von morgen. Weiter. Weltrekord. Fast 400 Stundenkilometer in Nardo, Süditalien. Eine Kawasaki von Solani. Weiter. Walmart, der Riese aus Amerika, lässt von mir eine Lastwagenserie bauen. Das sind Turbinenlastwagen für morgen. Mal alle durch, die Dinger, hintereinander. Zack, zack, durch. Stopp, mal zurück ein. Das ist mein neuester LKW, der aerodynamisch 50% weniger Treibstoff verbraucht. Und der hat kein Lenkrad mehr. Der wird mit dem Joystick gefahren. Joystick hat der Colani erfunden. Im Airbus ist mein Joystick, der da arbeitet. Ich war mal Chefdesigner von Airbus, bin dann aber abgehauen, weil die mir zu dusselig waren. Ich baue jetzt Flugzeuge von morgen in China. Weiter. Weiter. Das sind LKWs von vor 20 Jahren, die wir mal gemacht haben. Weiter. Hubschrauber. Ich habe den Kawasaki entworfen, der Eurocopter ist von Colani und. Weiter. Stealth-Flugzeuge, unsichtbare. Ich habe mit Cousteau zusammengearbeitet, mit diesem Unterseeforscher, und der hat mir Mantas vermessen. Und diese Mantas haben eine ausgesprochen unsichtbare Form, wenn man die als Flugzeuge baut. Und ich habe das mal gebaut und dann haben die Amis da schnell hingeguckt und haben probiert. Ich habe die Stealth-Flugzeuge erfunden. Weiter. Eins meiner Privatflugzeuge. Weiter. Das ist ein Weltrekordflugzeug, mit dem wir in den nächsten Jahren mal 900 Stundenkilometer mit Propeller fliegen wollen. Weiter. Ein Airbus-Interieur. Stellt euch mal vor, die Armaturenbretter in allen Flugzeugen sind Aluminiumbleche mit Löchern drin und da sitzen die Instrumente. Der Pilot, der unser Leben in der Hand hat, guckt nach vorne auf die Instrumente in der Mitte. Sobald er die ansehen muss, die 50 cm links sind, muss das Auge eine größere Entfernung überbrücken. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ja dann weiter in der Ecke. Und da auch. Und dieses arme Schwein da vorne, der ermüdet nach ein paar Stunden alle Instrumente abzulesen. Was hat der Colani erfunden? Ein Cockpit mit rundem Interieur. Mit einer Augeneinstellung. Optiker haben mir da Dankesbriefe geschrieben. Mit einer Augeneinstellung kann die ganze Scheiße abgelesen werden. Diese Idioten, die heute Flugzeuge bauen, haben das immer noch nicht begriffen. Ich verstehe das nicht, wo wir hier sind genau. Weiter. So sehen Flugzeuge von morgen aus. Weiter. Eine Zusammenarbeit mit Cousteau. Colani hat nach dem Haifisch eine 400 Millionen Jahre unveränderte Superstromlinienform hat der Colani ein Flugzeug gebaut. Und dann haben wir Prototypen fliegen lassen, kleine, 4 Meter Spannweite. Und die haben dann aufgezeigt, dass das funktioniert. Ein Haifisch kann leicht modifiziert fliegen. Weiter. Privatflugzeug. Weiter. 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 Alles wilde Flugzeuge, alles zu viel für die Flugzeugbranche. Weiter. Auch noch viel schlimmer weiter. Ich bin der Vater der Einschienentechnologie. Jetzt muss ich der Merkel mal wieder in den Arsch treten. Ich bin in China gefragt worden, das ganze Chinesische, ich bin Professor an 5 der größten Universitäten. Ich sollte das chinesische Schienennetz
das ja null war vor 20 Jahren, sollte ich auf Einschiene, die haben die Kohle dafür, die sind so reich. Wir hatten also eine einmalige Chance, diese deutsche Erfindung über ganz China laufen zu lassen. Merkel geht nach China und quatscht den Chinesen vor, die paar Opfer, die die auf dem Platz des himmlischen Friedens da gemacht haben, um ihre Leute wegzukriegen. Und in der chinesischen Presse steht, die haben Millionen Menschen umgebracht, die Deutschen, und diese Kanzlerin kommt hierher und hält uns Humanität vor, schmeißt die Deutschen raus. Über Nacht sind wir rausgeflogen, die bauen heute die französischen Züge mit Rädern, vorsintflutliches Material, altes Zeug, unsere Einschiene im Arsch. Da fährt noch eine kleine in Shanghai, die nichts wert ist, weil sie beschissen aussieht. Die habe ich nicht designt. Weiter, nächste. Genauso ein Reinfall. Russland hat mich, ich habe einen großen Namen in Russland, ich sollte für die Baikal-Amur-Magistrale eine Lokomotive entwerfen, die auf dem manchmal auftauenden Unterboden die Schienen verwellen lässt. Und die baute eine bessere Schienenlage. Diese Lokomotive hat schräg stehende Räder, wie bei negativer Sturz bei Sportwagen. Und die haben wir seinerzeit gebaut. Ich war Chefdesigner von Thyssen, und also der Chef von dieser Lokomotivenmafia. Als wir gerade fertig waren, ist die Sowjetunion zusammengebrochen und dann war wieder Arsch aus. Leider. Sonst würden wir heute mit solchen Dingern fahren. Weiter, nächstes. Das ist ein Überschall. Form aus dem Windkanal für ein schienengebundenes Fahrzeug. Weiter. Gestern hatten wir noch einen Schuhen. Weiter. Hintereinander weg, die Dinger. Hier wird Sachen gezeigt von der. Das ist nicht von mir, auch nicht. Auch nicht. Das sind in dem Link gemachte Modelle. Nochmal alle zurück. Die Modelle sind hier drin gemacht, also in einem deutschen 3D-Drucker gemacht worden. So können wir aussehen, so fein. Weiter. Weil das ist eine total üble Entwicklung. Also ich muss sagen, ich war auch einfach der Weiter. Und allein schon aus der Sicht, also was immer machen weiter. Wir alles. Ja, das ist das. Da ist dem Einzelnen jede Kreativität, das sind erste Skizzen, die ich gemacht habe von dem Gerät. Aber, weiter. Das ist eine langsam fertigere Skizze. Die sieht genauso aus wie das Ding. Da ist kaum was geändert worden. Weiter. So, und das ist die endgültige Zeichnung. Nach der wurde dann gearbeitet. Weiter. Nochmal. Weiter. Immer weiter. Von hinten sieht das Ding fast besser aus als von vorne. Das sind die beiden Spulen, die da das Material nach vorne liefern. Weiter. Das war's? Schade. Die besten Sachen sind irgendwo verloren gegangen. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Der Professor geht mal wieder eine Wurst essen, aber erst gehe ich zu den Telefunken, die wollten meine Uhr sehen. Ich mache ein paar Dinger. Möchte einer ein Poster haben? Den euch akzeptiere. Ja.